über den Atlantik segeln? Och nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Dieses ewige Geschaukel. Und es ist doch langweilig. Nur Wasser. Das war bisher unsere Meinung. Doch als das Angebot von Oliver kam, ihn auf seiner Mission Transatlantik zu begleiten, konnten wir dann doch nicht widerstehen. Aber was sag ich? Ihr habt die Story ja bereits in Episode 40 und 41 gesehen. Es ist also viel passiert in dem Corona-Jahr 2020. Alle Zweifel und Bedenken zu diesem Reisevorhaben sind nun Geschichte. Wir sind angekommen. Wir haben es gemacht, auf eigenem Kiel über den Atlantik nach Antigua. Aber wie geht es nun weiter? Zu Corona-Zeiten, hier in der Karibik? Es geht mit Vollgas auf Antigua zu. Dann werden wir 3000 Seemeilen hinter uns gebracht haben. Warum Antigua? Olivers Idee war, seine alte Heimat, New York, anzulaufen und einmal an der Freiheitsstatue vorbeizusegeln. Vielleicht über die großen Seen und den Mississippi zurück in den Golf zu reisen. Der Katamaran wäre dafür bestimmt das richtige Gerät gewesen. Doch Corona durchkreuzt alle unsere Pläne. So bleibt der Traum. Wir wären froh, auf die Bahamas zu kommen. Der karibische Inselbogen besteht aus den großen Antillen und den etwas südlich gelegeneren kleinen Antillen. Die kleine, junge Nation Antigua und Barbuda liegt im nördlichen karibischen Inselbogen und gehört zu den kleinen Antillen. Das ist ein Ankerplatz wie aus dem Bilderbuch. Besser geht's eigentlich nicht. Ihre nationale Unabhängigkeit von England erlangte Antigua und Barbuda 1981 und ist seither eine parlamentarische Monarchie. Wo wollt ihr denn hin? Unser erster Sonnenuntergang in der Freeman's Bay. Und wir liegen hier wirklich in einer traumhaften Umgebung. Das Ein- und Ausklarieren gehört bei einer Karibikreise fast zur täglichen Standardroutine. Oftmals ist es mit hohem Zeitaufwand verbunden und wird stets von dem Wunsch begleitet, nicht an einen zu dienstbeflissenen Beamten zu geraten. Bevor diese Prozedur aber erst einmal starten kann, kommt in Corona-Zeiten hier auf Antigua ein hochdekorierter Health Officer per Dinghy an Bord. So, dann geht's jetzt zu den Offiziellen. Einklarieren. Nach dem Fiebermessen und der Kontrolle der Covid-Papiere aus Teneriffa bekommt der Skipper nun das Okay, an Land zu gehen und bei den Behörden einzuklarieren. Nach 4 Wochen haben wir 3,5 Säcke Müll. Mehr nicht. Wir sind richtig gut mit Müll, Recycling bzw. Aufarbeitung, Zerkleinern und so weiter gewesen, sodass wir wirklich keine großen Müllproduktion gehabt haben. Thank you.
Nelson's Dockyard gehört heute zu den Sehenswürdigkeiten Antigas und ist ein lebendiges Open-Air-Museum. Der typische koloniale Baustil des 18. Jahrhunderts ist überall zu bewundern. Was wäre ein Landfall auf Nelson's Dockyard ohne ein Abendessen bei Cloggies? Hier lassen wir uns mal so richtig verwöhnen. Die Superjachten der Welt sind irgendwann einmal alle auf Antigua in Nelson's Dockyard oder Falmouth Harbor anzutreffen. Hier sehen wir zum Beispiel die PlayStation, die lediglich die Aufgabe hat, den Hubschrauber, die Beiboote oder andere Wasserspielzeuge für den Eigner einer Superjacht bereitzuhalten. Tja, und auch das gehört zur Karibik, wohl dem, der vorm Verlassen des Schiffes alle Luken geschlossen hat. So rasch wie der Regen gekommen ist, so rasch ist er auch wieder vorbei. Und die Sonne lässt das blaue Wasser leuchten. Über den Middle Ground Trail erreichen wir nach einer kurzen Wanderung die Festungsanlagen auf der unserem Ankerplatz gegenüberliegenden Seite der Einfahrt. Von hier aus war es leicht, English Harbor gegen Feinde zu verteidigen. Wir genießen den Blick über unsere Ankerbucht und stellen uns vor, wie es wohl hier war, zu Nelsons Zeiten.
Es ist mittlerweile der 9. Dezember. Eine gute Woche haben wir nun hier in der Freemans Bay damit verbracht, die Motoren und den Generator für die weitere Reise vorzubereiten. Die Infrastruktur für Servicearbeiten ist auf Antigua recht gut. Und man weiß ja nie, was noch kommt. Seit Tagen schon ist bei uns die Stimmung etwas gedrückt. Haben wir doch einen Anruf aus der Heimat bekommen, mit der Nachricht, dass zu Hause ein Wasserrohrbruch erheblichen Schaden in unserer Wohnung angerichtet hat. Zunächst registrieren wir dieses bloß als eine nicht so positive Nachricht, denn die Hausverwaltung hat ja alles im Griff. Je mehr Informationen uns aber häppchenweise erreichen, beschleicht uns immer mehr das Gefühl, wir müssen zurück. Wir können nicht einfach sagen, egal, wir sind jetzt einfach mal weg. Der Aufenthalt hier im Traumrevier von Antigua ist für uns plötzlich nicht mehr zu genießen. Die Gedanken sind nur noch bei den Problemen zu Hause. Wir sind nicht zuletzt auch wegen der Corona-Situation verunsichert, wie es nun weitergehen soll. Also beschließen wir, zunächst einmal in die Hauptstadt San Jose zu verholen. Da, wo vor Corona die Cruiser ihre Passagiere zum Landgang ausspuckten, ist heute gespenstische Stille. Einige Geschäfte sind geöffnet und die Restaurantbetreiber freuen sich über jeden Gast, der sich trotzdem zu ihnen verirrt. Englische Kolonisten aus Nevis und St. Kitts gründeten auf Antigua 1632 die heutige Hauptstadt St. John's. Mit ca. 25.000 Einwohnern ist sie mit Abstand die größte Stadt der Gegend. Ihr Wahrzeichen, die Bischofskirche der anglikanischen Diözese, ist St. John's Cathedral. Die bekannte St. John's Cathedral macht auf uns den Eindruck eines dem Verfall preisgegebenen Gebäudes. Der Erhalt der Bausubstanz würde wahrscheinlich Millionen kosten. Und immer schön aufpassen, dass man nicht versehentlich einen Ausflug in die Unterwelt macht. Auf unserem Rundgang durch diese quirlige Stadt besuchen wir auch das kleine Stadtmuseum. Hier wird uns eindrucksvoll das beklemmende Thema der Sklaverei und des Rassismus vor Augen geführt. In einer Vitrine entdecke ich eine 2-Dollar Fertigbrille. Ob die wohl der Dekorateur dort vergessen hat? Vielleicht sucht er sie schon überall. Da der Liegeplatz hier in St. John's Harbor nicht besonders romantisch ist, verholen wir uns nach einer weiteren ruhigen Nacht nach Jolly Harbor. Schweren Herzens haben wir nun die Entscheidung endgültig getroffen, Oliver hier auf Antigua zu verlassen.
Irgendwie werden wir nun versuchen, die Heimreise nach Düsseldorf anzutreten. Es gestaltet sich recht schwierig, von Antigua nach Europa zu gelangen. Die Bedingungen zu Corona-Zeiten können sich täglich ändern. Und einen Covid-Test zu bekommen, hier auf Antigua, na, das ist ein Abenteuer. Jetzt kommt aber erst einmal das letzte Filet unseres Blue Marlin auf den Tisch. Das lenkt uns ab und wir freuen uns auf Jolly Harbor. Nun, was lässt sich über Jolly Harbor sagen? Es ist eine künstlich angelegte Hafenanlage. Die luxuriösen Beachhäuser haben alle einen eigenen Liegeplatz. Ein Supermarkt stellt die Versorgung sicher. Der Hafenbetrieb lebt hauptsächlich von der Schachterfirma, die die vielen Katamarane bietet. Unser Ankerplatz in der Bucht vor der Anlage ist angenehm ruhig. Wir schwimmen und erkunden die Bucht per Paddleboard. Die großen Schildkröten sind ständig um uns herum. Leider lassen sie sich schlecht fotografieren, geschweige denn filmen. Schade, es sind herrliche Tiere. Da wir in St. John's bereits offiziell von der Crewliste der Indigo Moon gestrichen wurden und sich unsere Abreisetermine aber immer wieder verschieben, beschließen wir, bis zu unserer endgültigen Abreise nun doch in ein Hotel zu gehen. Hierdurch kann Oliver vor Ablauf seines PCR-Tests Antigua in Richtung Nassau verlassen. Fraglich ist jedoch, ob die 7 bis 8 Tage auf See dorthin dann als Quarantäne anerkannt werden. Über 10 Wochen sind wir nun schon eine eingespielte Mannschaft. Die Chemie stimmt. Wir verstehen uns blind. Aber nun heißt es Abschied nehmen. Ein Taxi bringt uns zum Hotel. Von hier aus müssen wir nun den Rückflugtermin mit dem Termin in der Klinik zum Covid-Test koordinieren. Nach 2 vergeblichen Versuchen gelingt uns aber dieses Kunststück. Am 20.12. fliegen wir mit einer Twin Otter nach St. Martin. Nur hierfür benötigen wir den PCR-Test. Jünger als 72 Stunden. 300 US-Dollar. Für den weiteren Flug nach Amsterdam und nach Düsseldorf genügt eine Selbstauskunft. Kurz vor Winken. Winken, take one. Ping!